Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier bei mir auf dem Kanal. Ich möchte euch heute zwei Bahnhofsmods vorstellen. Der eine ist schon etwas länger draußen, der andere kam vor 2 Wochen raus und sie gefallen mir einfach am besten. Und ich fange einfach mal mit dem Mod an, den es schon etwas länger gibt. Den müssten einige von euch, wenn ihr Transportfever spielt, bereits kennen. Und ich benutze ihn 90% auf meiner Map, weil man kann mit dem Bahnhof eigentlich alles machen, was man möchte. Ich habe mir auch extra die aktuelle Build gerade geholt, damit ich euch alle neue Funktionen auch zeigen kann. Und zwar handelt es sich hierbei um den ADV von iceOS. Ja, da habt ihr gerade schon gesehen, was gleich im Anschluss folgt. So, der ADV ist noch in der Alpha. Ihr könnt ihn aber nur über das Forum laden mit dem Passwort Alpha. Alpha, alles klein geschrieben. So, was könnt ihr denn hier mit diesen drei ADVs machen? Im Grunde macht das und das Icon genau das gleiche, und bei dem kann man ein paar mehr Sachen einstellen, ja, aber wir fangen mal mit der einfachen Variante an, und das Video soll dem Zweck dienen, dass ihr euch mal mit dem Layout vertraut macht, beziehungsweise dass ich euch mal das Layout erkläre, wenn ihr da denkt, ach du Heilige, kann man da viel einstellen, ja. Es war am Anfang für mich auch ziemlich unübersichtlich, aber wenn man sich da mal ein bisschen reinfuchst, ist es im Grunde ein richtig geiler Mod. So, wir fangen ganz oben an mit dem Layout. Interessiert uns mal bei unserem kleinen Bahnhof im Grunde noch nicht wirklich, denn ich erweitere erstmal auf 4 Gleise, um euch ein bisschen das Layout auch zu zeigen. Was jetzt das ist, das ist wahrscheinlich ein Bug, und ich mache den Bahnsteig mal ein bisschen länger. Ich mache ihn mal hier auf 120 Metern. Ihr müsst euch hier jeweils eine 0 dazu denken. So, sehr schön. So würde der Bahnhof dann mal aussehen, und ich platziere jetzt einfach mal, zack. So, und was man jetzt im Grunde einstellen kann, ist hier das Layout, wie wir hier sehen. Wir haben dann einmal Layout B, da hätten wir dann einmal Mittelbahnsteige, und Layout C ist hier mit einem breiten Bahnsteig, und Layout D habe ich noch nicht so wirklich rausgefunden. Das ist wieder so ähnlich wie der Anfang. Oh, und die hat es sich wahrscheinlich einfach freigehalten für weitere Sachen. Damit könnt ihr nicht viel einstellen. Ihr könnt mit A, B, C, D das Hauptsächliche einstellen. So, der Bahnhof geht bis 9 Gleise, ist aber völlig ausreichend meiner Meinung nach. Ich habe ihn auch schon gefragt, ob er vorhatte, hier das zu erweitern. Hat er auch. Er ist bloß gerade etwas privat unterwegs und kann nicht viel an dem Mod weiterarbeiten. So, dann haben wir hier die Option Z Offset. Z ist die Höhe, und Offset heißt, ja gut, auf Deutsch übersetzt einfach, hier kann man sozusagen die Höhe des Bahnhofs einstellen. So, wir sind gerade ebenerdig, wir können den auch 4 Meter im Spiel nach oben versetzen. Das würde dann so aussehen. Das Ganze geht natürlich auch nach unten, und er hat sogar eine Option eingefügt hier mit dem U. Wir können einen Untergrundbahnhof bauen, den wir so nicht sehen. Aber so sehen wir ihn wieder da unten. Alles kann man alles wieder ändern, wie man möchte. Und ich finde das ziemlich geil. So, ich hole ihn mal wieder hoch. So, was? Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt sind wir hier die Gleistypen. S wäre Standard, H wäre Highspeed. Warum da jetzt nicht alle gehen, fragt mich nicht. Das kann ich euch jetzt im Grunde nicht sagen. Das ist wahrscheinlich ein Bug. Hm, wahrscheinlich, ja. So, dann können wir hier natürlich noch die Oberleitungen hinzufügen. Und können selbstverständlich auch noch einmal das Ganze biegen. Einmal in die Richtung, einmal in die Richtung, in verschiedenen Radien.
so wie man das möchte. Und man kann das sogar noch mit einer Steigung versehen. Einmal so. Hier kann man dann noch explizit die genauen Grade einstellen. Es geht aber nur bis 12 Grad, weil, naja, es ist schon ziemlich steil, wenn da ein Zug anfahren muss. Naja. Also 12 Grad ist, soweit ich das weiß, das Maximum. So, dann können wir hier auch noch den Straßenanschluss wählen. Das wäre jetzt mal hier die große Straße. Da könnten wir jetzt auch diese mittlere bauen. Oder selbstverständlich auch die kleine. Ist alles mit inbegriffen. Dann können wir noch ein Tramgleis machen, das auch elektrifizieren. Und nun können wir auch dieses Bahnhofsgebäude innerhalb des Bahnhofes, des Bahnhofbereiches verschieben, indem wir hier einmal auf Minus klicken und dann können wir hier jeweils eine Position anwählen. Hier passiert jetzt nichts, denn wir können ja den Bahnhof bis 400 Meter machen oder sogar noch größer. Das würde dann hier für die große Zahlen sprechen, aber hier sehen wir, bei 2 bewegt sich jetzt, wir können es hierhin bewegen, als auch hier. Mit dem Plus wird es dann in die andere Richtung bewegt. Wie gesagt, hier hinten passiert nichts. Wir können sogar sagen, wir möchten das Gebäude in die Tiefe setzen, bis 10 Metern oder natürlich in die Höhe. Das gleiche geht ebenfalls mit dem zweiten Straßenanschluss. So, wie gesagt, dieser Bahnhof und dieser sind im Grunde fast gleich. Das ist gesagt, sie sind gleich. Und jetzt würde ich euch gern mal die etwas kompliziertere Variante zeigen natürlich. Und zwar die hier, wo dieses Maßstab hier unten angezeigt wird. So. Da haben wir nämlich ein paar mehr Optionen. Das fängt gleich mal hier oben schon an. Hier sehen wir schon eine 2, eine 3 und eine 4. Ich habe den Mod gerade getestet, habe aber nicht direkt explizit herausgefunden, was denn diese Einstellungen soll. Beziehungsweise er hat nur eine Option eingeführt für Gleis 2, 3 und 4. Also ich denke, er wird noch weitere Optionen für die restlichen Gleise einfügen, aber ich denke, das wird erst zu einem späteren Zeitpunkt gemacht. So, wie wir hier sehen, wir haben alles auf Standard und wir könnten einzelne Gleise auf Highspeed setzen. Warum jetzt Gleis 3 nicht geht, fragt mich nicht. Ob das dann erst hier geht? Nein, anscheinend nicht. Also hier sehen wir dann auch, dann muss er noch ein paar Einstellungen machen. Wie gesagt, wir sind hier in einer Alpha und ich denke, er wird da sicherlich noch das ein oder andere machen. Aber was wir auch sehen, was dazugekommen ist, ist diese Gleisverlängerung. Wir können jetzt nun hier sagen, wir möchten jedes Gleis... okay, hier unten war noch was ausgewählt, vielleicht ging es deshalb nicht. Wir können jetzt hier sagen, wir möchten jedes Gleis in einer anderen Länge haben. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt standardmäßig hier oben 120 Metern. Und wir sagen zum Beispiel, okay, auf Gleis 1 und 2 vom Bahnhofsgebäude aus gesehen, möchten wir jetzt Fernzüge fahren lassen, zum Beispiel ein ICE. Der ICE hat jetzt zum Beispiel 200 Meter. Da könnten wir sagen, hier unten bei Gleis 1, 120 plus 80 sind 200. So, jetzt haben die ersten beiden Gleise haben 200 Meter, die hinteren haben 120 Meter. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch Gleis 1 noch länger machen und das lassen wir einfach so kurz. Man kann jedes Gleis explizit auf seine Länge und was auch jetzt neu dazu gekommen ist, man kann jedes Gleis unterschiedlich also Highspeed machen lassen. So, dafür wählen wir hier unten Gleistyp aus. Und wenn wir jetzt hier Gleistyp auswählen, 2. Okay, jetzt verstehe ich, wofür diese 2, 3 und 4 dort oben sind. Okay, also wir wählen jetzt hier 2 aus und wählen hier auch nochmal 2 aus.
Und jetzt gehen wir hier hoch und sagen, wir möchten bei 2 Highspeed. Okay, Leute. So funktioniert das. Alles klar. So, und wir möchten natürlich bei der 2 eine Oberleitung haben. So hat er das geregelt. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Also, ihr könnt jedes Gleis einzeln einstellen mit Oberleitung, mit der Hochgeschwindigkeit und ihr könnt sogar hier Gleismods mit reinnehmen. Mod 1, 2, 3, 4. Es kann auch sein, dass es nur Platzhalter sind. Ich habe jetzt hier in meinem Safe keine Schienenmods reingeladen. Aber ich muss sagen, das ist ein wirklich sehr, sehr gut gelungenes Bahnhof-Script. Ich bin wirklich stolz, dass es diesen Mod gibt. Ich bin so froh. Ich baue damit jeden Bahnhof von mir im Grunde. Und ich hoffe, der Bahnhofsmod wird immer weiterhin wachsen, immer weiter geführt werden, damit da immer neue Sachen hinzukommen können. So, als zweites möchte ich euch den vor 2 Wochen oder knapp 2 Wochen erschienenen Undercut, oder wie er ihn nennt, Open Cut Station vorstellen, vom lieben Endzeugs. Das ist für mich eigentlich die 2 großen Bahnhof-Modder. Und der sieht wie folgt aus. Ich platziere ihn einmal. Zack. So, solche Bahnhöfe kennt man oft von S-Bahnen oder U-Bahnen. Und ich muss sagen, es ist ihm wirklich sehr gut gelungen. Ist ihm kein Modder davor gelungen. Er hat auch sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten mit reingenommen. So, schauen wir uns das mal an. Wir können bei ihm auswählen 1, 2 bis 8 Gleise und dann 10 oder 12. Bei ihm sind festgelegte Längen. Da können sich vielleicht mal Endzeit und ISOS mal zusammentun, damit die mal irgendwie ein gemeinsames Bahnhof-Script machen können. Das wäre echt fabelhaft. Aber ich zeige es euch jetzt einfach mal am 240 Meter Bahnhof. Okay, da gibt es anscheinend einen Bug beim Upgraden. Aber wie gesagt, man kann das Ganze jetzt auf 4 Gleise ändern. Und hat auch wieder seine Track-Layout. Also man kann entweder, wie man hier sieht, bei Track-Layout 1 haben wir einen Mittelbahnsteig. Bei Track-Layout 2 haben wir die ganz normale Doppelgleise. Und 3 und 4... sind ganz verschiedene, wie man hier sieht. Wir haben dann hier einmal ein Doppelgleis und haben hier dann 2 Einzelgleise. Habe ich jetzt so noch nie wirklich gesehen. Aber das sieht man zum Beispiel bei einer ungeraden Anzahl an Gleisen. Sehen wir noch einen Unterschied zwischen 3 und 4. Da haben wir zum Beispiel das einzelne Gleis hier vorne. Was wir hier sehr schön sehen, sind diese Treppen, was er hinzugefügt hat. Und er hat auch weitere Straßenanschlüsse hinzugefügt, wie wir hier sehen. Wir können hier noch einstellen zwischen minus 8, minus 10 und minus 12 Metern. Jetzt haben wir die sogenannten Overpasses. Da haben wir einmal die A. Da haben wir jetzt eine Kollision bei der Terrain-Angleichung. Oh, halt, das wollte ich euch noch nicht zeigen. Dann haben wir einmal B. Also wir haben entweder die Option zwischen hier und hier oder beidem. Muss ich kurz gucken, warum das nicht geht. Ich habe den mal kurz neu gebaut. Also wir können jetzt hier wählen bei Overpasses. Der bringt mir jetzt eine Kollision. Warum? Fragt mich bitte nicht. Ich habe vorhin das getestet, da hat es einwandfrei funktioniert. Also wir können hier wählen zwischen Overpasses und Sidepasses. Da haben wir wieder die Wahl zwischen A. Das würde dann so aussehen. B wäre hier drüben oder A und B. Das sieht einfach grandios aus, wenn die Straße hier auch noch direkt hier über dem Bahnhof platziert ist. Und dann können wir hier noch auswählen zwischen der kleinen Stadtstraße, der mittleren oder die vierspurige. Hier habe ich ihm schon geschrieben, ob man diese Hubbel nicht wegmachen kann.
weil er hat die Straßen höher gesetzt als das Bahnhofsgebäude. Da ist er gerade dran und macht da ein kleines Update. Ach ja, ich weiß, warum wir hier eine Kollision bekommen, weil wir... Nein, wir müssen nicht weiter runter. Okay, gut. Ich kann euch jetzt, wie gesagt, nicht explizit sagen, warum der mir jetzt eine Kollision bei der Terrain-Angleichung bringt. Ich habe vorhin alles getestet und da konnte ich den Bahnhof ohne Probleme bauen. Wir könnten jetzt hier noch sagen, dass wir hier die Entries nicht haben wollen. Dann würde das Ganze nämlich so aussehen. Das sieht doch mal wirklich aus wie ein wunderbar gescripteter Bahnhofsmod. Und mit diesem Bild möchte ich mich hier verabschieden und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin, ciao!